So, willkommen zurück. Wir sind immer noch mit dem Schamanen dran. Diesmal gegen Paladin, los geht's. Was ist denn hier? Okay. Okay. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Gegen Paladin ist gerade der hier natürlich doof, ne? Ähnlich wie bei Mage auch. Weil er die mit den 1-1er Dudes natürlich Easy Mode wegholen kann, abholen kann. Grüße. Es tut mir leid, dass das geschehen ist. Melde mich zum Dienst. Da sind die Dudes. Gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir sogar ziemlich gut. Ja, das gefällt mir nicht. Ah, warum denn? Mein Heal tot. Muss das denn immer sein? Ja, was machen wir jetzt? Zeigt mir den Weg. Blöd. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Wir mal. Yeti müsste eigentlich ganz gut traden jetzt. Nehmt das. Boah. Blöd. Oh, okay. Okay. Da die KI im Übenmodus normal natürlich nicht so prall ist, verstehe ich manchmal die Züge nicht so. Der muss auf jeden Fall weg. Das ist klar. Aber eigentlich würde ich die auch ganz gern rausnehmen. Ach, das ist echt. Das ist. Was ihr wolle. Machen wir es einfach mal so. Ganz so glücklich bin ich damit nicht, aber gucken wir mal. Wird schon irgendwie hinhauen. Ja, nicht schlecht. Aber noch ist es kein Beinbruch. Was können wir denn hier machen? Das Dingo! Ja! Gottes Schild. Geladen und entsichert. Geil. Ja, darauf habe ich gehofft. Ich meine, gut, Spot ist jetzt down. Ist natürlich nicht schön, aber er hat nur noch zwei Karten auf der Hand. Gottes Schild ist auch nicht gut. Dann machen wir es erstmal so. Eigentlich will ich nicht, dass sie mir den wegnehmen, ne? Und dann müsste ich, glaube ich, noch einen hiervon spielen. Das war's. Dann sind die wenigstens auch kaputt. Falls sie mir den Heal-Totem rausnehmen möchten. Melde mich
Also falls er den rausnehmen will. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Einsatz bereit. Was ist denn hier los? Ah ja. Okay. Ja, schön ist das gerade gar nicht für mich. Hat jemand den Arzt gerufen? Na, erstmal so. Ich habe immer noch mehr Karten in der Hand als er. Das heißt. Oh, Leute! Was ist denn hier los? Melde mich zum Dienst. Soldatchen. Also das kommt jetzt wirklich in der Tat überraschend, dass es hier noch mal ein bisschen spannender wird. Muss ich echt überlegen, wie ich jetzt die Züge mache. Gefallen tut mir das gar nicht. Aber so ist das Board wenigstens leer. Wenn er da jetzt mit der Axt drauf kloppt, dann hat sich es auf jeden Fall auch ein bisschen gelohnt. Aber jetzt haben wir beide keine Karten mehr. Aber mein Board sieht ein bisschen besser aus. Und er kann auch nichts mehr ausspielen. Großartig. Er hat jetzt noch eine Karte auf der Hand. Ich auch. Und das ist glücklicherweise der Kriegsfürst. Das heißt, nochmal ein Totem. So. Phosphorclan. Putz. So. Wart nu. Für den König. Gottes Schild. Ja, aber ist vorbei. Ist vorbei, haben wir geschafft. So. Damit ist der Paladin. Paladin auch besiegt. Das war jetzt die erste Runde überhaupt in der Übungsseason, wenn ich das so nennen soll. Normaler Übungsmodus, wo es echt, wo die KI gegen Mitte, Ende doch recht gut gespielt hat. So, den Windsprecher. Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener Windzorn. Sieht man selten die Karte. Komischerweise, weil ich persönlich finde die ziemlich gut. Ich meine, klar, es ist ein 3-3er Diener. Für 4 Mana ist jetzt eigentlich nicht so geil, wenn man die hohen Mana-Kosten bedenkt, aber verleiht halt mit dem Kampfschrei einem befreundeten Diener Windzorn, den man sich selber aussuchen kann. Deshalb finde ich die Karte eigentlich schon recht gut. Und in der nächsten und der letzten Folge von dieser Playlist werden wir mit dem Schamanen gegen den Hexenmeister antreten. Und dann ist es auch schon abgeschlossen, der Schamane.